Besnik, was machen wir jetzt hier auf der Matte gleich? Also wir werden gleich erstmal den Tricking-Workshop anfangen. Tricking, für alle, die da draußen es nicht kennen, ist eine Kombination aus Kampfsport, Akrobatik und beinhaltet auch Tanzelemente. Okay. Und genau, wir werden gleich ein paar Basics machen, um euch da einfach so ein bisschen reinzubringen und mal gucken, wie weit wir kommen. Und wechseln. Es geht, also es könnte noch ein bisschen, was nicht gut. Du zeigst jetzt, so, ey, du, hast doch gar du nicht zeigst jetzt wirklich. Vor. Das habe ich schon gemacht. Sie sieht nämlich eher aus wie eine Balletttänzerin. Wurzeln des Tricken, die kommen aus dem Kampfsport, aber haben so in dem Sinne jetzt nichts mehr damit zu tun. Also man macht Tricking nicht, um sich zu verteidigen oder dementsprechend effizient irgendwie damit zu kämpfen. Es ist wirklich eine ästhetische Sache. Das ist eine Sache, mit der man sich ausdrücken kann und da sind auch die Schwerpunkte im Endeffekt. Wie lange machst du das jetzt schon? Tricking schon ziemlich lange. Ich habe mit 12 Jahren mit Kampfsport angefangen, habe das dann irgendwie 10 Jahre betrieben. Und dann im Anschluss dann von Tricken erfahren und damit dann angefangen, also irgendwie mein Leben lang schon und ja. Das heißt, Kampfsport ist irgendwann zu langweilig geworden, hast du gedacht, komm, das weiß ich jetzt. Jetzt muss ein bisschen mehr Kunst rein. Ja, mehr oder weniger tatsächlich. Es war halt eher so, dass ich so eingeschränkt war, weil du beim Kampfsport vorgegeben bekommst, was du machen sollst und wie du es machen sollst. Und das ist das Schöne beim Tricken. Also da bist du wirklich frei in dem, was du tust und wie du es tust. Und auch hier wieder, ne, Körperbeherrschung, oder? Was man lernt und was man braucht. Genau, also Körperbeherrschung definitiv und Spannung vor allem. Ne? Dass man wirklich weiß, wann ich Kraft investiere und wie ich mit meinem Körper umgehe. Ja. Du gehst mit rechts Seite nach vorne, richtig? Ja. Also gut, nee, also mit der Seite. Ja, das ist rechts. Also, drehen, dann. So. Genau, und dann richtig, so. Aber mach nicht so absetzen, sondern mach einfach dann so einen Sprung. Ja, das kriegst du natürlich. Eine Beine, gehen wir. So, jetzt müssen wir alle drei Sachen, die wir gerade geübt haben, gelernt haben, kombinieren. Kann jetzt jeder selber entscheiden, welche Reihenfolge er das macht. Weiß es noch nicht. Wichtig ist, dass es jetzt überhaupt funktioniert, ne? Ja, du. Mach Pause. Scheiße. Also Tricking ist schon beliebt, aber es ist schwer reinzukommen. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass Leute direkt abgeschreckt sind davor. Es ist einfach so, dass die Basics einfach eine gewisse Zeit brauchen, bis man sie drin hat. Weil alle weiteren Tricks auf diesen Basics beruhen. Das heißt, sobald ich die ersten Tricks kann, kann ich damit auch viel anfangen. Nur bis man diese ersten Tricks halt kann, vergeht halt ein bisschen Zeit. Und da muss man einfach auch Geduld mitnehmen. Man muss Spaß auch an der Sache haben. Und wenn man beides mitbringt, dann kann's losgehen. Wir sind fertig, ja. 4 Stunden Training liegen hinter uns und ich bin echt fertig. Kevin, du? Ich auch, ja. Also dafür, dass wir beide vorher keinen Sport gemacht haben, ist das natürlich, ich glaube, morgen wird allein das Haarewaschen ganz schwer sein. Ja. Aber insgesamt hat mir das echt gefallen. Und bei euch, Steffi, Pascal, was sagt ihr? Was ist euer Eindruck gewesen? Also ich fand's super gut. War auch viel Neues nochmal dabei, was ich noch nicht kannte. Und ich konnte mich gut auspowern. Also. Ja. Eigentlich auch genau dasselbe. Ich hatte einfach mega Spaß hier mit euch und war super geil zum Auspowern. Ja, und Spaß ist natürlich das Wichtigste, oder Jungs? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte eine Menge Spaß hier gerade. Ich habe viel Neues gelernt, also professionell mal, weil ich hatte ja davor nur ein bisschen rumgeturnt immer mal und auf jeden Fall, ich wünschte, wir hätten das in Berlin. Ja, stimmt auf jeden Fall. Ich wünschte natürlich auch, das hätten wir in Berlin und hat sehr viel Spaß gemacht. Super, uns hat es allen Spaß gemacht und ich glaube, wir freuen uns jetzt auf eine kalte Dusche und unser Bett. Oh ja. So, wir sind da beim Open Space bei den Urbanetics. Dann besser hier, als ich das mache.